So, es ist soweit. Ich hole meinen nächsten Stempel ab und es ist der erste der Woche wieder. Und da muss ein Come-Up drin sein, weil verdiene einen Bomben mit deinem Buddy ist, glaube ich, Come-Up. Und ihr seht es schon, bald kriege ich Chanera. Vielleicht zeige ich das in dem Video, wenn es der einzigste Stempel ist, den ich abholen kann für den nächsten Stempel. Oder, ja, ich packe es in den Stapel und hole es dann irgendwann mit euch im Livestream ab. Müssen wir mal schauen. Ich muss halt noch zwei Eier ausbrüten, aber das denke ich mal geht jetzt schnell, weil ich ja auch jetzt schnell die 7 Kilometer Eier brüten möchte. Aber zuvor schnell das Kamaup abholen, gucken, dass ich meinen ersten Stempel erhalte. Und genau, es ist ein Kamaup. Kann man gebrauchen, aber leider, ja, gerade nicht die Aufgabe mit Fange 5 Feuer-Pokémon. Schade, schade. Und natürlich, wie immer, beim ersten Versuch daneben geworfen. Kennt man ja nicht anders. Jetzt aber bitte großartig, nein, einfach nur normal, aber egal, es bleibt, denke ich mal, trotzdem drin. Und das sollte ja kein Problem sein, genau. Perfekt, hat geklappt. Bewertung ist, glaube ich, nicht berauschend, also werde ich den verschicken. Schauen wir mal kurz die Bewertung an. KP. Naja, erstmal behalten und genauer bewerten, was du sein könntest, Kamaup, aber ich glaube trotzdem, dass es gut ist. Von daher, ja, wird vielleicht doch eventuell verschickt, wenn ich es genauer bewertet habe. So, für den zweiten Stempel des Tages gibt es einen Voltoball. Und das ist halt eins der häufigsten Quests, das ich halt zurzeit bekomme. Ich hoffe mal, irgendwann verschwindet das, weil Voltoball ist jetzt nicht nur das Pokémon, was ich fangen möchte. Wow, im ersten Versuch mal getroffen. Sehr schön. Jetzt muss er nur noch drin bleiben. Ich glaube aber nicht, dass er eine gute Bewertung hat. Aber wir können trotzdem gerne mal kurz die Bewertung abchecken, wie stark dieses Voltoball denn so ist. Du bist schlecht, habe ich mir schon fast gedacht. Also verschicken wir dich, verschicken, ja. So, der dritte Stempel ist diesmal Kämpfen in der Arena und ich krieg dafür ein Pokémon und es ist ein Mankey. Und ja, das nehmen wir einfach mal mit. Ich weiß gerade nicht, was 100% ist, aber egal, großartig getroffen, könnt ihr gerne die Bewertung ansehen und wenn es schlecht ist, wird es verschickt. Wenn es besser ist, kann man es ja gerne behalten, genauer bewerten. Vielleicht ist ja ein guter. Mal gucken. Wir werden mal schnell die Bewertung abschicken und wir kriegen ganz viele Erfahrungspunkte und Sternstaub, weil es der siebte Tag ist, an dem ich ein Pokémon gefangen habe hintereinander. Genau. So, und es ist KP, Verteidigung. Es könnte ein guter sein. Also erstmal behalten. So, es ist soweit, den vierten Stempel abzuholen. Hier gibt es dann ein Pokémon. Ich musste 10 Bären beim Fangen verwenden. Und da kommt ein Fukano raus. Das ist sehr schön. Feuer-Pokémon. Ich weiß nicht, was ja 100% ist. Und dank dem Ultra-Bonus-Events gehen mir wieder alle Sachen aus. Bären, Bälle. Ich muss halt wieder Pokéstops drehen, damit ich wieder Items kriege. Ihr seht ja, ich habe nur noch 14 Pokébälle. So, Fukano wurde gefangen. Das ist schon mal sehr gut. Aber das war es noch nicht. Okay, das ist auch sogar der erste Fang des Tages. Gibt also noch mal ein bisschen Sternstaub, ein bisschen Erfahrung. Aber wie gesagt, das war es noch nicht. Denn ich habe noch ein neues, ja, 100er Pokémon zu entwickeln. Das seht ihr dann gleich auch in diesem Clip. So, hier ist das neueste 100% Lucky Pokémon. Das ist mein erstes 100%iges Lucky Pokémon. Das ist leider nur ein Krabby geworden. Aber das kann ich ja zu Kingler entwickeln. Da habe ich ja genug Bonbons im Moment. Und ja, vielleicht wird er irgendwann mal gepusht, wenn es soweit ist. Aber aktuell kann man halt nichts mit einem Kingler auf 100% anfangen, weil es halt kein Angreifer ist und auch kein Verteidiger. Aber wie gesagt, man kann ihn halt irgendwann mal pushen, wenn man Lust, die Zeit und den Sternenstopp hat. Aber es ist halt mein erstes Lucky 100%iges Pokémon. Und Attacken sind auch nicht die besten. Von daher, ja, trotzdem erstmal behalten, weil es ein 100er ist. So, schon wieder mittlerweile beim fünften Stempel. Hier gibt es eine Pokémon-Belohnung, die hole ich natürlich ab und noch zweimal stempeln. Dann gibt es das nächste Entei und es ist ein Owei. Brüht ein Ei aus, ist ja ganz klar. Ist jetzt, glaube ich, nicht das krasseste Owei. Immerhin habe ich es getroffen. Der Wurf sah schon schlecht aus, wie ich finde. Aber vielleicht ist es ja ein gutes. Ich habe keine Ahnung, was ein 100%iges Owei ist. Ich habe ein 98er, habe ich. Aber ein 100 habe ich halt noch nicht. Wäre natürlich cool, wenn ich so eins kriegen würde. Und, nö, aber okay, immerhin behalten, denn es ist ein relativ gutes. So, Stempel Nummer 6. Wenn ich mich nicht vertue, müsste da ein Pandya rauskommen bei der Quest. Und Akku geht leer. Aber ist egal, wird jetzt eh geladen. Und da ist das Pandya. Sehr schön. 461.
Das darf nicht wahr sein. Ist das schon wieder ein Hunderter? Ich bin mir nicht sicher gerade. Ich habe ja schon mal einen Hunderter gefangen und ich habe keine. Aber ich will jetzt keine Berge für dich werfen. Aber einen Superball können wir ruhig werfen. Und ich werde gleich mal die Bewertung abchecken. Ich bin mir gerade. Nee, ist kein Hunderter. Ist kein Hunderter. Ich bin mir gerade unsicher gewesen, aber es ist kein Hunderter, genau. Es ist aber ein guter. Das ist schon mal gut, denn ich glaube, ich will jetzt nicht lügen. 400. 68 ist ein 100er und ich habe ein 461er. Aber wir werden ja gleich anhand der Bewertung sehen. Erstmal schön Sternstopp bekommen. Tiefschlag, Felsgrab. Und ja, KP. Ja, genau. Ist halt kein 100er, aber ein sehr guter. Erstmal behalten. So, bevor wir zu Entei kommen, möchte ich gerne noch das nächste 100er entwickeln. Das ist ein Abra. Ich zeige euch schon mal die Bewertung. Ich glaube, ich habe es beim Lucky Krabi vergessen. Hier KP, Angriff, Verteidigung. Seine Werte sind die besten, die ich je gesehen habe. Und jetzt entwickeln. Da habe ich ja relativ viele Bonbons. Eventuell kann man ihn sogar pushen. Den kann man ja auch für einige Raids sehr gut gebrauchen. Wie zum Beispiel Machomai. Und eventuell, je nachdem, welches Moveset, auch für Mewtwo. Oder halt jetzt das neu angekündigte Deoxys als X-Raid. Das ist sehr krass, dass das schon so früh angekündigt worden ist. Ich hätte noch nicht so früh damit gerechnet, aber ist ja egal. Auch gerne mal da eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber zuvor schaue ich mal an, wie viel Wettkampfpunkte dieses Simsala bekommt und was es für ein Moveset bekommt. Wird natürlich sehr spannend und es könnte mal wieder ein längerer Clip werden, denn wir wollen ja gleich noch Entei fangen. Aber erstmal mein schönes Simsala und ja, es ist schwach. Aber okay, erstmal behalten. So, und für was musste ich machen? Ich glaube, 10 Pokéstops gegen gab es 5 Pokébälle. Und dafür kriege ich jetzt die nächste Box. Das ist sehr schön. Und mal gucken, was die Belohnung ist. Ob es gut ist oder nicht. 2000 Sternstaub, 20 Pokébälle und 3000 Erfahrungspunkte. Und natürlich das Entei. Sehr schön. Bitte also ein gutes, denn ich möchte gerne ein gutes haben. Es ist schon mal besser, es ist aber noch kein perfektes und ich habe nicht so viele Bären mehr. Also es heißt, drei Versuche und dann muss es drin sein. Ich hoffe natürlich, es klappt, so wie ich es mir vorstelle. Nein, nicht perfekt getroffen. Wie gesagt, bei Entei tue ich mich ein bisschen schwerer. Das meine ich, hätte ich letzte Woche gesagt. Dass es klappt, der Wurf war auch nicht gut. Ich glaube, das liegt an meinem Bildschirm irgendwie, dass das so schlecht geworfen war. Aber er bleibt einem schlechten Wurf drin. Okay, sollte jetzt keine Ausrede sein mit dem Bildschirm. Und ich habe sogar noch eine neue Aufgabe erfüllt. War der vierte Fang des Tages, also die Serie. Und es ist, ja, es ist kein gutes, aber es ist okay. Kann ich mit leben, aber ich habe ja nochmal eine Chance, ein weiteres zu bekommen. Nächste Woche. Und ja, erstmal behalten.